Ja, ich bleibe nun wieder stehen, um Ruhe einkehren zu lassen, um mich besser auf die Geräusche zu konzentrieren. Drehe den Kopf in alle Richtungen, um den Ursprung dieses Klickens herauszufinden. Irgendwas, was wohl im Nebel liegt. Was über dir? Bäumen? Ich gucke nach oben, nach unten. Tierkundeprobe. Erdkunde? Tierkunde. Weiß nicht genau, wie groß diese Wesen sein müssen, aber du weißt, dass Spinnen Mandibeln haben. Und du Mein guckst nach oben, du siehst es dort nur schwarz und schwarz, aber es glänzt. Acht Augen, die dich anstarren. Und darüber noch welche. Nochmal acht. Mal Ich acht. kehre zum Lagerfeuer zurück, zu Kiras. Kiras! Dort Ja. hinten! Was ist Augen da? in der Dunkelheit! Wie Spinnen! Wie Spinnen oder Spinnen? Nun ja, ihr wisst doch, Spinnen haben diese Vielzahl von Augen. Dort oben. Und diese Geräusche. Klick, 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 klick. Ganz ruhig, aber mehr. Kommt Komm, mit. nimm dir Kommt mit, ich ein zeig's Stück euch. Holz aus dem Feuer, Ja, wie kommt. eine Fackel und dann Kommt, kommt, geh kommt, kommt. vor. Ja, ich gehe zurück zur Stelle. Guck nach Mit oben. improvisierter Fackel folge ich ihm. Alltags, du wirst irgendwann wach. Blickst dich um. Das Feuer brennt alleine, aber ihr habt keine Wachen. Weil mir und Kiara sind verschwunden. Sofort wecke ich die anderen. Also, ich würde tatsächlich dann bei Isarun anfangen, dann zu Raffin gehen. Darun, Darun. Ist so Feuer. Nein, nein. Das Feuer brennt noch. Aber Abel, Mir und Kiara sind weg. Warum sind die weg? Weiß ich nicht. Was? Ja. Isarun setzt sich mal auf, reibt sich schlaftrunken die Augen und blinzelt in Richtung Feuer und guckt dann wieder zu Boltak zurück. Habt ihr es gerade erst bemerkt oder Bin gerade erst aufgewacht. Ja, die haben mich nicht geweckt und nichts und keine Ahnung, wo die sind. Ach, diese Ja. Lydiane. Drückeberger, ich sag's dir. Aber lass uns erstmal Raffin wecken. Vielleicht haben die Durchfall von diesen Schnecken bekommen oder so. Ja, hätten sich diese Schnecken halt nicht gegessen. Ja. Also. Aber Raffin hat die Schnecken auch gegessen und der. Naja, aber der hat auch einen Magen aus Stahl. Ja, gut. Richtig. So viel. Egal, Boltax, ihr könnt doch im Dunkeln relativ gut sehen. Schaut doch mal, ob ihr hier irgendwelche Spuren findet, die vom Was? Lager weggehen. Sehr viel Nebel. Das ist nicht normal. Nicht, aber wir sind doch am Fluss. Früher am Fluss hatten wir oft Nebel. Sehe ich das mit dem Eiskristall, der sich so über dem Feuer bildet und die ganzen Effekte, die auch Kiaras beobachten konnte? Ja, wenn du herantrittst, kannst du es ebenso sehen. Ja, dann würde ich gerne mal eine Magiekundeprobe würfeln. Elementartheorie zählt hier? Gut. Darion, du kannst dich zwar nicht bewegen, aber du hörst sie. Du schwebst ungefähr auf 3 Metern Höhe. Jetzt sind es 4 Meter. Du kannst unter dir sehen, wie Isarun und Boltax um das Lager herumlaufen. Du kannst deinen eigenen Körper dort sehen. Und du siehst in den Bäumen über dir, neben dir, um sie herum, Nebelspinnen. Sollte der Dunkelhaut lauern. Du siehst dort, wie sie mit ihren 8 Augenpaaren sitzen, flickern, beobachten. Du kannst dich nicht bewegen.
Abgesehen von einer leichten Panik kann ich da nichts dran tun. Du hast den Wind, wie er versucht, dich zu wecken. Wie er mit dir flüstert, dir die Geheimnisse verrät, dir die Spinnen zeigt. Diese Ruhen und Boltax, die sich weiter unterhalten über Elementartheorie, sich jetzt gerade beginnen zu auszulassen. Hat meine Magiekundeprobe mir irgendwas gesagt? Also hinsichtlich des Eises, das sich am Feuer bildet? Weil das ist ja tatsächlich nicht normal. Das sind ja zwei entgegengesetzte Sachen. Also nicht wie Eis und Humus entgegengesetzt, aber... Das wird wohl vom Nebel kommen. Aber Nebel sollte auch Wasser sein und kein Eis. Dieser Rund, das ist merkwürdig. Nebel als elementare Komponente ist doch eher im Wasser. Damit eher zu Feuer. Aber hier ist das Eis, sie. Das scheint mir ein elementarer Sekundäreffekt. Also eine Vermischung zweier. Nein, das kann aber auch nicht sein. Das ist... Ah. Vielleicht ist das auch ein dämonischer Effekt. Oh vielleicht. Gott. Ich befürchte. Vielleicht. Ja, ja. Ja, das wäre furchtbar. Der Nebel, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ah. Aber wisst ihr denn genau, was nicht mit ihm stimmt, oder? Ich spreche jetzt nicht die Sprache des Nebels. Da sollten wir vielleicht eher unseren Elfen. Der kennt sich doch damit aus. Jetzt könnt ihr schlurfende Geräusche vernehmen. Ja, ich würde mich mal umgucken jetzt. Was ist das? Wer kommt da? Der Runde, Graphim. Ja, mache ich. Ich würde eine Sinnesschärfeprobe würfeln. Ja, kannst du gerne machen. Und deine Orientierung. Ja. Irgendwie erschwert die Sinnesschärfe? Oh, nee. Okay. Und eine Orientierung. Das ist eine Tour. Ihr Schwert oder auch nicht? Ist sie nicht. Geht erstmal nur ganz grob um die Richtung. Okay. Ja, kommt direkt von Osten, also von dort, wo wohl auch die Reichsstraße ist. Sicherlich vielleicht von Kaiserhain. Ja, dann... Dort kommt auch Schlurfen. Du kannst auch... Ja, es riecht zwar nicht nach Untod, nach den verwesten, verfaulten Leichen und dem abgetragenen Leder, aber kannst sie hören. Als ob die Kehlen voller Wasser gelaufen sind. Dann zeige ich Isarun an, von wo ich meine, dass es kommt. Wecke dann schleunigst Raffin. Oh, Miron, lass Papa noch ein bisschen schlafen. Papa hat gerade erst Woche gehalten. Papa will noch nicht aufstehen. Raffin, Kiaras ist weg. Abelmir ist weg. Und irgendwas kommt auf uns zu. Was? Was ist weg? Ach, Boltax, ich hab doch gerade erst Woche gehalten. Du hast mich verstanden. Kiaras ist weg. Abelmir ist weg. Was meinst du mit weg? Und ich würde mich mal aufsetzen. Bin aufgewacht. Sie waren nicht mehr da. Das Feuer brannte noch. Ah, ficken. Ja, gut. In der Zwischenzeit ziehe ich mal einen Guardianum mit Schild gegen Dämonen hoch. Ich lasse mir dabei Zeit. Ja, und ich würde jetzt mich daran machen, versuchen, unseren Elfen zu wecken. Während Raffin noch flucht. Wow! Nice! Es blitzt einmal und ein gleißend heller Schild spannt sich um Isarun. Boah, das war jetzt ein nicht beabsichtigter Effekt. Ich bitte dies zu entschuldigen, die Herrschaften. Ja, das macht wach. Also, Boltax, los, Kiaras suchen. Los, vorwärts, Boltax. Jetzt warte doch mal, wir müssen den Elf wecken und vielleicht auch unseren Magier hier. Wir können auch helfen, verstehst du? Je mehr wir sehen, desto mehr sehen wir. Das ist eine unfassbar gute Logik. Oh. Ja, ich würde dann mich dran machen, den Elf zu wecken. Ja, du kannst versuchen, ihn zu rütteln und zu schütteln. Kann man ihn vorher aufwecken? Mit dem Heilkraft landen. Ja, nicht da. Ja. Kürzlich ausgegangen. Aus Bosheit mal anfangen zu zaubern. Ja, wenn der Elf nicht aufwacht, dann müssen wir jetzt trotzdem los. Hier, mach doch mal dein Spurendings da. Ja, ich mach
ich guck dann halt, dass ich schaue, ob ich irgendwo Spuren sehe. Wollt ihr zu dritt dann aufbrechen? Ja. Der NPC muss ja bleiben und den toten Elfen beschützen. Ja, Dorian. Er ist selbstverständlich auch wach und wird sich dann neben dem Elfen abknien und leise mit ihm sprechen. Ihn beruhigen. Ja, dann würde ich nochmal auf Fährtensuche würfeln. Yes! Oh. Wow. Du, das ist programmierbar, wissen du. Du findest nicht nur die Spuren von Abel, Mia und Kiaras, sondern auch die von 8-beinigen Wesen, die um euer Lager geschlichen sind. Viele. Da unten, Rafim, seht ihr das? Das sind Spuren von 8-beinigen Wesen. Einige Haare, die wohl auch in der Baumrinde stecken geblieben sind, wie sie dann wohl auch umgeklettert sind. Ich nehme die Haare an mich. Jetzt sag mir nicht, es sind Spinnen. Bitte sag mir einfach nicht, es sind Spinnen. Naja, es sind 8-beinige Wesen. Welche kennt ihr noch? Zecken. Ihr wollt bestimmt auch keinen Riesenzecken begegnen. Aber Zecken sind nicht behaart. Wir haben Chitin und Chitin. Vielleicht sind es Winterzecken. Yeti-Zecken. Nein, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Egal, unsere Gefährten. Isarun, nehmt das hier. Ich drücke ihr auch ein paar Büschel Haare in die Hand. Oh ja, vielen Dank. Interessant. Nein, ihr versteht nicht. Ein Fokus. Doch, ich verstehe, natürlich. Ah, gut. Für den Fall, dass wir zaubern müssen. Finde ich ja beruhigend, dass ihr noch so viel Zeit habt, irgendwelche Haare schon einzusammeln, wenn Karin auch vermutlich von Spinnen gefressen wird. Er wird nicht von Spinnen gefressen, vermutlich wird er eingesponnen von Spinnen. Und dann ausgesaugt. Das tun Spinnen nämlich. Jetzt los. Ja. Der Sack tot ist und die kriegen mich dafür dran, ne? Ich hole euch alle mit. Abelmir, Kiaras, ihr lauft durch den Nebel und habt das Gefühl, dass der Nebel vielleicht auch etwas an euch kleben bleibt. Nicht zurückweicht, sondern als würdet ihr durch Seide laufen. Durch Spinnenseide, die hauchdünn wie Nebel in die Umwelt gesponnen wurde. Aber wie weit wollen wir bitte noch wandern? Ist es wirklich so schlau, in tiefster Nacht vom Lager wegzugehen? Wo sind jetzt eure verdammten Spinnen? Da, ich zeig mir nach oben, irgendwie da. Dort waren sie. Guck hoch, halt die Fackel hin, sehe ich irgendwas. Aber mir. Da waren sie, vertraut mir! Gehen wir zum Lager zurück und bitte hör auf, bei Nacht einfach umher zu wandern. Wenn ich nicht umherwandere, dann muss ich auch keine Wache halten. Das ist der Sinn und Prinzip von Wache halten. Wenn ihr nur beim Lagerfeuer sitzt, dann bringt das gar nichts, wenn ihr ins Feuer schaut. Dann seht ihr nämlich gar nichts. Wir sind in den Dämonenlanden, du solltest dich nicht zu weit vom Feuer entfernen. Ich habe mich nicht weit entfernt. Seht ihr, dreh mich mal um. Sehe ich das Feuer? Gehen wir zurück. Ja, du kannst es leicht erahnen. So weit seid ihr gar nicht vom Feuer weggegangen, vielleicht. Ah, das ist 15 Meter gewesen sein. Dort hinten ist das Feuer. Seht ihr? Ja, wieder zurück. Wir sind keine Spinnen. Laut eurer Schätzung wart ihr 2-3 Minuten wart ihr nur im Wald, aber wenn ihr zurückkommt, könnt ihr sehen, wie das Lager leer und verlassen ist. Wo sind sie hin? Und deswegen geht man nicht vom Lager weg. Kaum lässt man sie Rafim. Alleine, rennen sie weg. Rafim! Isarun! Voltax! Der steife Elfenleib ist weg. Der merkwürdige Magier aus Belhanka ist ebenso verschwunden. Und noch der Karren weist darauf hin, dass ihr hier richtig seid. Das Feuer. Ja, großartig. Und jetzt? Ich suche sie nach Spuren. Die können ja nicht weit weg sein. Ich schaue Spuren, mich um. Ja. Spuren, wo Rafim zuletzt geschlafen hat. Guck mal, ob da Spuren wegführen. Schau mal nach. Fährtensuche. Und da hat er geschlafen. Dort geht's lang. Ja, Boltax, du kannst die anderen führen. Ja. Du siehst neben den Spinnen Spuren. Ihre Leiber kannst du nicht sehen, aber du
Du hast auch jetzt dieses Kräuchen und Kratzen nicht mehr. Die Untoten, die wohl auf euch zugewankt sind, auch die kannst du nicht mehr hören. Aber Abelmir und Kiara sind wohl im Kreis gelaufen. Mehrere Male. Viele Male. Sie scheinen immer und immer wieder im Kreis gelaufen zu sein. Gut. Immer die gleiche Strecke? Ja, scheinbar, aber gut. Also wenn wir sie nicht schnell finden, sollten wir vielleicht einfach hier warten. Dann müssen sie ja irgendwann wieder vorbeikommen. Oder wir gehen antizyklisch, also in die entgegengesetzte Richtung. Könnt ihr einfach Karino finden, bitte? Sag ja nur, wie es ist, ne? Gut, also wenn ihr ausmachen könnt, in welche Richtung sie gelaufen sind, dann ja, gehen wir in die andere. Ich würde sagen, immer in die Richtung, in der die Spuren folgen. Also ihre Stiefel deuten ja in die Richtung und gehen wir in die andere Richtung. Ja? Dann müssten wir eigentlich genau ihnen entgegenkommen. Ja, so dreht ihr einmal. Ihr seid, wie gesagt, nicht weit weg vom Feuer. Also ihr könnt es noch erahnen. Wirklich weit sind sie nicht gegangen. Und dann könnt ihr sehen, wie sich wohl Kiaras und Abelmirs Spuren trennen. Beide laufen weiter in den Wald, aber trennt. Ja, sie scheinen auseinandergegangen zu sein. Ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist jetzt aber nicht so eins von diesen Illusionsdingern, oder? Ich würde gerne mal schauen, ob ich das für eine Illusion halte. Oder Makano. Ich würde es erstmal profan. Also, das ist ja eine Sinnesschärfeprobe, glaube ich, um eine Illusion zu durchschauen. Ach so, das meinst du gegen die Illusionsprobe, Strukturpunkte von der Illusion? Genau. Hilft da noch dein eiserner Wille? Nee, das ist ja keine Mehrprobe. Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also, Illusion geht ja nicht gegen, gegen die Sinnesschärfe, ne? Du bist dir nicht ganz sicher, aber du glaubst, dass du unabhängig von ihren Spuren, die dort im Schlamm sind, kannst du wohl ihre Körper doch noch am Feuer sehen. Ich bin mir nicht sicher, dass... Kiaras ist eingeschlafen, liegt da wohl halb aufgestützt, mit so einem Zweig in sein Kinn gebohrt, am Feuer und Abelmir schläft. Schau zum Feuer! Das sind doch... Sind das die beiden? Von der Größe konntest du hinkommen, oder? Ist das jetzt so ein Illusionsding oder nicht? Bitte, kann mir einfach jemand antworten. Ich weiß doch nicht, wie diese Magier-Scheiße funktioniert. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ja, dann macht doch hier was mit den Händen oder so. Das, was ihr immer macht. Sprecht komische Sachen, die keiner versteht und dann... So, bumm. Wir gehen jetzt zum Feuer zurück und versuchen, die zu berühren. Wenn wir sie berühren können, sind es wohl keine Illusionen. Das ist richtig. Das klingt überraschend einfach, das machen wir so. Bei mir, du kannst doch erkennen, drehst dich gerade rum, ist das Isaruns weiße Robe? Läuft sie da gerade in den Nebel? Hat sie noch gewunken? Isarun, hier! Ich winke mal. Isarun! Du kannst sie noch entfernt, gedämpft durch diesen Nebel, durch diese Watte, kannst sie wohl auch noch hören, wie sie ruft. Kiara, es war hinter Isarun! Dann wirst du gerüttelt, geschüttelt. Was? Jetzt plötzlich vor dir den riesigen Kopf von Rafim sehen. Rafim? Muss hier so nah rankommen? Ich glaube, ab jetzt teile ich Spogels und mich auf jeweils zwei Wachen auf. Ihr pennt ja ein wie so Steine. Ich bin nicht eingeschlafen. Du bist nicht eingeschlafen. Ich habe dort hinten mit Kira seine Runde gedreht. Genau, und habe Spinnen gesehen. Ich bin nicht eingeschlafen. Nein, das habe ich mir eingebildet. Nun ja, vielleicht seid ihr geschlafwandelt. Ihr wart ja fort. Ach, hört doch auf, ich bin da nur um das Lager herumgegangen. Wie soll ich beim Gehen einschlafen? Ich bin noch nicht aus Alanfa. Ja, ich will nicht sagen, aber ihr fangt euch gleich ein und zwar eine, die es sich gewaschen hat. Ich mache jetzt mal Karino wach. Karino, mein Junge, aufstehen. Was? Moment. Ja, rutscht so ein bisschen von deinem Zweig runter, auf den du dich aufgestützt hast, und so ein ganzer Ruck, der dann durch deine Wirbelsäule geht. Boah. Ja, ihr könnt nichts dafür, aber mir ist eingeschlafen, das kann jedem passieren, Karino. Wir haben beide nicht geschlafen.
Ich bin gerade noch Abel mir hinterhergelaufen. Er hat was von irgendwelchen Spinnen erzählt. Dort hinten. Augen in der Nacht. Du bist auch so ein Auge in der Nacht. Ich habe Augen in der Nacht gesehen, dort da hinten am Himmel. Ich glaube euch ja, dass ihr Spinnen gesehen habt. Wir haben nämlich die passenden Spuren und Habeschill gefunden. Darauf hindeuten, dass das tatsächlich so ist. Ne? Habt ihr auch diese Geräusche, dieses Klick, Klick, Klick? Nein, ich habe eher Untote gehört, aber das ist egal. Das ist wohl bei jedem gleich. Wir sollten uns zusammenscharen. Noch wirkt mein Guardianum. Darf ich die mutige Äußerung mal vorbringen, dass das, glaube ich, die Nebelspinnen sind, weil hier Nebel ist und das sind Spinnen? Ja, das würde ich auch sagen. Aus euch wird ja noch ein richtiger Gelehrter. Ja, da war ja. Ich versuche es zu vermeiden, aber manchmal bricht es einfach aus mir heraus. Was wissen wir über diese Nebelspinnen? Naja, wenn es Tiere sind, kann man sie verzaubern. Aber die sind doch jetzt diese Illusionsdings, machen die doch. Wie auch immer das funktioniert, oder nicht? Boltax meinte doch, das wäre es. So, oder nicht so? Boltax, erklär doch mal, was das bedeutet. Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob es sich hierbei um Illusionen handelt oder irgendeiner anderen Art von Magie. Entschuldigung, ich hätte jemanden mit Ahnung fragen sollen. Isarun, erklär uns das bitte. Nun ja, was haben wir von diesem Veteranen gehört über die Nebelspinnen? Dass sie den Leuten die Schlaf rauben? Die Erinnerungen? War es so? Also sie haben seine Einheit aufgerieben, nachdem sie die Festung angegriffen haben. Das habe ich noch im Kopf. Aber ich weiß gar nicht, ob sie ihn so zugerichtet haben oder ob... was auch immer ihn so zugerichtet hat. Ja, das ist in der Tat ein wenig... Die Frage ist, was können wir dagegen tun? Nun, von Nebelspinnen habe ich vor diesem Bericht noch nie gehört. Deswegen kann ich kaum aus meinem theoretischen Wissensschatz schöpfen. Sind das denn normale Spinnen oder sind das Dämonenspinnen? Nun, wenn sie zaubern können, dann kann es sowohl normale Spinnen sein, als auch dämonisch verunreinigt die Spinnen, könnte man sagen. Gut, das also, bringt uns jetzt nicht weiter. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir gehen gemeinsam gegen diese Spinnen vor, suchen uns eine und gucken, ob wir sie töten können. Ach, sollten wir dazu nicht den Elf fragen? Der hat doch einen Bogen. Voll in der Dunkelheit. Wollen wir überhaupt eine finden? In der Dunkelheit. Ja. Aber wenn die doch magisch sind, könnt ihr da nicht diesen Ich-Seh-Magie-Zauber machen, wie auch immer er heißt? Aber wenn alles um uns herum magisch ist, ist das ein ziemlich dummer Effekt. Ja, dann wird man nämlich geblendet im schlimmsten Falle. Genau, da habe ich... großartig. Aber könnt ihr denn keine Licht... Also, ich stelle mir das jetzt so vor. Praktisch, ihr geht in den Raum rein und dann ist da vorne die Kiste magisch. Dann seht ihr, dass die Kiste leuchtet, oder wie kann ich mir das vorstellen? Gewissermaßen. Ja. Ja, aber wenn doch die Spinne magisch ist und die den Zauber macht, leuchtet die da nicht doller? Nun ja, die Reichweite ist begrenzt. Das Problem ist, wenn alles um uns herum halt auch Zauber ist, dann leuchtet alles um uns herum auch. Das heißt, unser Sinneseindruck wird uns mit einem Mal extrem übermannen. Außerdem kann man ja nur eine gewisse Weite blicken. Wie stark leuchtet es denn? Das ist unterschiedlich stark. Wenn ihr euch einen alten Drachen anguckt, dann leuchtet der in etwa so. Ja, aber das meine ich doch. Aber der Zauber... Es ist ja so viel Magie in der Luft, dass ihr geblendet werdet. Ja. Dann haben wir andere Probleme. Ich glaube schon. Aber das ist doch der Plan. Das Drumherum, der Zauber leuchtet ein bisschen und die Spinne leuchtet doller. Und dann seht ihr... Nein. Problem ist die Reichweite... Außerdem wird die Spinne nicht zwangsläufig doller leuchten als der Zauber. Erinnert euch bitte daran, was ich gestern noch sagte. Über das Glas Wasser und den Tropfen Saft? Ja. Wir befinden uns nicht mehr in einer reinen Form der dritten Sphäre. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier alles um uns herum von Magie durchdrungen ist, sei es gutartige wie die von Großmütterchen Sumo oder die dämonische Kraft, durch den schwarzen Drachen oder seine Herren hervorgerufen, dass alles um uns herum magisch sein könnte. Na, großartig. Richtig, und diese Magie kann auch aus unterschiedlichen Quellen kommen, was bedeutet,
dass selbst wenn wir etwas sehr stark leuchten sehen würden, wir noch nicht davon ausgehen können, dass es sich auch um die Nebelspinne handelt, die den Zauber gewirkt hat, falls sie das denn wirklich getan hat und nichts anderes dahinter stecken mag. Sagt einmal, Albrax, habt ihr nicht einen Zauber oder ein Ritual, der uns Leben zeigen kann? Ja, natürlich, aber ich bin Boltax, nicht Albrax. Boltax, verzeiht. Also, ach, ihr seht alle gleich aus mit diesen Bärten. Was? Ich wäre gerne Hochkönig, so ist es nicht, aber... Das ist rassistisch. Ich bin auch schwer enttäuscht, aber mir solche Äußerungen von euch... Nichtsdestotrotz... Es wundert mich nicht, dass man euch aus der Gilde geworfen hat mit solchen Äußerungen. Habt ihr einen Zauber in dieser Art? Natürlich, natürlich. Ich habe doch schon einmal in Romulus davon gesprochen. Aber auch dieser hat nur eine begrenzte Reichweite. Ich glaube nicht, dass er uns in der jetzigen Situation etwas bringen würde. Was heißt denn Reichweite? 2 Meter, 1 Meter, 50 Meter? Nun, also, der Zauber, über den ich verfüge, damit könnte ich Lebewesen in der Tat sehen, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es sich dabei nicht um Dämonen handelt. Ja, aber wenn ihr jetzt das Ding macht und dann seht ihr da vorne eine Spinne im Baum, dann wissen wir Lebewesen. Also gut, wie gesagt, ich kann es versuchen. Aber was ist denn die Reichweite? Wenn ihr mir sagt, die Reichweite ist 1 Meter, dann können wir uns das schenken. Ja, also ich kann die Reichweite auf etwa 20 Meter ansetzen, aber es ist halt nicht so viel. Könnt ihr diese Reichweite verlängern? Sicherlich, ich kann mir Zeit lassen. Und auch theoretisch kann es die Reichweite damit verdoppeln. Ja, das müsste gehen. Ich probiere es einfach. Ja, ich würde gerne den Exposami wirken. Ich würde mir gerne Zeit lassen und die Reichweite verdoppeln. Mhm. Das heißt, eine 1er Erschwernis insgesamt. Und dann schauen wir mal Exposami Lebenskraft.